Ja, ich habe noch die Polarkoordinaten mit den Bedingungen stehen gelassen für die Ebene. Entsprechend jetzt mal der Versuch, zeichnerisch darzulegen, warum jetzt bei den Polarkoordinaten R, Lambda und Phi diese Bedingungen jetzt gelten. Dann, wenn man es nachvollziehen kann, ist es immer noch mal ein bisschen besser. Ich nehme dazu noch mal die zweidimensionale Geschichte kurz in Angriff. Da hatten wir ja x, y. Man kann eben den Punkt P bestehend aus x und y aus zwei Koordinaten umschreiben. Wir hatten da ja, wenn ich von x aus anfange und würde jetzt den Fall jetzt mit dem Winkel abtragen, hierhin Phi, dann ziehe ich jetzt bis hierhin wäre die Länge x, dann hoch wäre die Länge y, bis dorthin, ich könnte jetzt den Kreis anzeichnen, dann hätte ich hier den Radius r und ich könnte ja einmal drumherum 60 Grad. Die Länge r hat kein Ende, deshalb bis unendlich. Und jetzt nehmen wir die ganze Geschichte ja und gehen ab nach R3, also x, y und z. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, das sollte ja klar sein, Plus-Minus-Richtung, Plus-Minus-Richtung, Plus-Minus-Richtung. Jetzt überlegt euch einfach mal, ich fange jetzt hier an. Das wäre jetzt mein x-Wert. Also muss ich vorstellen, wir haben ja jetzt x, y, z. Nochmal kurz in Erinnerung, x, y, z, um einen Punkt abzutragen. Da kann man auch nochmal im Video nachschauen, Punkte ablesen oder abtragen in 3D, damit man da nochmal ein Gefühl für hat. So, und wenn ich jetzt eben sagen würde, x, dann, was weiß ich, das wäre jetzt die Länge y. Und dann gehe ich noch ab nach oben. Das wäre die Länge z. Dann hätte ich irgendwo, man muss sich jetzt vorstellen, im Raum schwirrt der Punkt jetzt. Ich könnte auch direkt dann eben den Vektor ziehen vom Ursprung hin zu dem Punkt P. Und wenn ich jetzt sagen würde, diesen Pfeil hier, den drehe ich jetzt dorthin auf der Ebene unten, auf dem Boden sozusagen, kann man sich das vorstellen. Hier unten ist der Boden, keine Ahnung, hier steht da irgendwo oder von mir aus so, wer auch immer. Und dann drehe ich hier jetzt um Lambda. Und Lambda drehe ich einmal entweder 90 Grad bis hierhin, 90 Grad, 90 Grad, 90 Grad, 90 Grad oder bis hier 180 Grad oder andersrum minus 90 Grad, minus 180 Grad. Und deshalb bin ich in dem Bereich von minus 180 Grad bis 180 Grad. Und wenn ich jetzt bei dem Pfeil hier bin, dann kann ich den ja jetzt noch, stellt euch vor, der Stift liegt jetzt auf dem Boden oder auf dem Tisch. Und dann geht ihr jetzt nach oben oder nach unten. Und dann kann ich nun mal eben nur nach oben, bis er senkrecht auf dem Boden oder auf dem Tisch steht. Das wäre aber bei 90 Grad dann nicht mehr realisierbar. Deshalb haben wir hier keine größer gleich, kleiner gleich, sondern nur bis 90 Grad oder eben nach unten minus 90 Grad. Das wäre erstmal jetzt so, um die ganze Geschichte sich vorzustellen, wie ich mich da navigiere, ne, vom Ursprung hin. Wir haben x, y, z einen Punkt. Und wenn ich den ersten abgetragenen Pfeil in Richtung der Länge x mit der Länge x nehme und dann auf dem Boden um Lambda verschiebe, hätte ich jetzt hier noch schreiben können, wenn ich dann nach oben gehe, habe ich natürlich Phi. So. Das wäre jetzt so das Erste. Und dann kann ich in noch einem Video mal noch versuchen herzuleiten, wie dann x, y, z entsprechend mit den Koordinaten auszudrücken sind. Ihr wisst ja oder habt es irgendwo stehen, x ist gleich r mal Cosinus Phi mal Cosinus Lambda. Warum das so ist, kann man dann entsprechend jetzt auch noch mit den Verhältnissen und mit einer kleinen Rumspielerei dann auch herleiten. Das mache ich aber in einem anderen Video, sonst zerschieße ich mir das hier.